Ja, schau mal, du hast irgendwie minus 100.000 Gems auf deinem Account. Was heißt das? Was habe ich falsch gemacht? Ja, schau mal, irgendwie ist dein Edgar jetzt auf 0 Pokale. Was ist da denn passiert? Ich dachte, das ist dein Lieblingsbrawler. Hä, was ist mit meinem Edgar passiert? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein sehr, sehr witziges Video, denn ich werde mich im heutigen Video auf jeden Fall rächen für einen Diss-Track, und zwar von meinem kleinen Bruder Finn. Und zwar habt ihr es vielleicht ja mitbekommen, vor einigen Tagen hat mein kleiner Bruder Finn einen Diss-Track gegen mich gemacht mit meinem Kater Ali eben zusammen, Leute. Und ihr seht mal hier einen ganz kurzen Ausschnitt. Hey Lukas, ich bin dein kleiner Bruder Finn. Hör mir genau zu, denn dieser Diss macht Sinn. Ich hab in Brawl Stars viel mehr Skill. Im 1 vs 1 hole ich jeden Kill. Ja, jedenfalls dachte ich mir auf jeden Fall als kleine Rache dafür, werde ich auf jeden Fall Finn mal gut pranken, Leute. Ihr seht ja schon, ich bin gerade auf seinem Account, mein Name Finn. Und genau, ich habe mir tatsächlich sein Handy gesnackt, Leute. Er ist aber gerade zu Hause, also er hat es noch nicht mitbekommen auf jeden Fall. Weil er darf ja auch nicht immer ans Handy auf jeden Fall dran gehen. Aber ich dachte mir auf jeden Fall, Leute, ich werde jetzt ihn auf jeden Fall gut hops nehmen. Ich werde ihn gleich nämlich anrufen und dann Folgendes machen. Ich habe das schon vorbereitet. Wenn ich zum Beispiel so schnipse, kann ich per Einblendung minus 100.000 Gems aus seinem Account erzeugen. Oder auch zum Beispiel, wenn ich jetzt auf die Brawler gehe, kann ich auch per Fingerschnips sozusagen seinen Edgar auf 0 Pokale machen. Das kann ich einfach hier einblenden, mit der Tastatur oder mit der Maus sozusagen. Und dann werde ich ihn auch noch, ich werde es noch ein bisschen weiter treiben, ich werde auch ihn umbenennen und so weiter zu Tomatenkopf, ne, weil das habe ich mir auf jeden Fall für ihn ausgedacht, das finde ich passt gut zu ihm. Er hat mich ja Melonenkopf auch wieder genannt, Leute. Und da werde ich einfach mal ein bisschen hops nehmen. Ich bin mal gespannt, wie er reagieren wird auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat er auf jeden Fall verdient, Freunde. Ich werde es natürlich aber am Ende dann auflösen, dass es natürlich nicht wirklich so ist. Und ich würde sagen, Leute, wir starten gleich rein. Vorher würde es mich noch mal ultra freuen, Leute, wenn ihr meinen Zweitkanal abonnieren könntet. Und zwar heißt der Team Lukas. Wir sind gerade 80.000 Abonnenten dort. Und dort kommt jeden Tag ein StumbleGuys-Video. Das heißt, wenn ihr StumbleGuys feiert, abonniert unbedingt diesen Kanal, Leute. Seit über 2 Monaten kommt dort jeden Tag ein StumbleGuys-Video. Würde mich auf jeden Fall ultra freuen. Und ich würde sagen, jetzt rufen wir einfach mal Finn an. Okay, Leute, wir rufen ihn jetzt erstmal so auf dem Handy an, würde ich einfach mal sagen. Let's go. Okay. Hallo, Finn, wie geht's dir? Hallo, Lukas. Mir geht's sehr gut. Wie fandest du Diss-Track gegen mich? Ja. War nicht so nett von dir, muss ich sagen, ne? Also, ich weiß nicht, ob du meine Reaction gesehen hast, aber ja, ich muss dir auf jeden Fall was sagen. Der war richtig cool, der Diss-Track. Was musst du mir sagen, Lukas? Ja, bei deinem Brawl Stars Account stimmt irgendwie was nicht. Ich habe da so eine Nachricht von Supercell bekommen. Was ist mit meinem Account los? Bitte sag mir sofort, weil ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Ich brauche meinen Account, bitte sag mir. Ja, das musst du dir mal anschauen. Komm mal, Discord, ich zeig dir das in der Bildschirmübertragung, dann kannst du das live sehen. Oh, okay, ich komm sofort, muss noch kurz Mathe-Hausaufgaben machen, fertig, 2 Minuten, dann bin ich sofort da und dann bitte zeig mir schnell, okay? Okay, Freunde, also er kommt jetzt auf jeden Fall in Discord und dann werde ich ihm in der Bildschirmübertragung das zeigen mit den minus 100.000 Gems und so weiter. Ich fange einfach mal erst mit den Gems an und ich würde sagen, ich glaube, jetzt gleich kommt Finn auf jeden Fall hier rein. Okay, Lukas, und bitte zeig jetzt sofort, was mit meinem Account falsch ist, bitte. Ja, schau mal, du hast irgendwie minus 100.000 Gems auf deinem Account. Also irgendwie hat dir das Supercell, glaube ich, irgendwie aberkannt oder so. Was heißt das? Was habe ich falsch gemacht? Du hast ja nichts falsch gemacht. Ich habe doch ganz normal Gems von dir aufgeladen und ausgegeben. Wieso habe ich jetzt 100.000 minus Gems? Ich muss doch neue Baller ziehen, ihr habt doch nicht alle. Was mache ich jetzt, Lukas? Du musst das wieder richtig machen. Ja, findest du mir leid, ich kann da gar nichts machen. Das, wie soll ich das denn jetzt machen? Also, ich kann das ja nicht. Das musst du wahrscheinlich Supercell eher machen, oder? Bitte, Lukas, mach bitte die Gems wieder drauf. Sonst weiß nicht, wie ich das machen soll. Und bitte, mach bitte wieder 0 Gems. Also halt plus 100.000 ist dann 0, glaube ich.
Bitte mach das, Lukas. Und ja, eine weitere Sache habe ich aber auch noch gesehen, bevor wir jetzt darüber weiterreden. Und zwar bei deinen Brawlern. Ich zeig dir das einfach mal. Ja, schau mal, irgendwie ist dein Edgar jetzt auf 0 Pokale. Was ist da denn passiert? Ich dachte, das ist dein Lieblingsbrawler. Hä, hey, was ist mit meinem Edgar passiert? Lukas, Edgar ist mein Lieblingsbrawler. Ich will nicht, dass mein Edgar auf 0 Pokale ist. Ich hab den auf so 300 gepusht. Und ich hab nicht so viel Zeit, es hat voll lang gedauert, ein Solo. Weil, ich muss immer, nur abends darf ich nur halbe Stunde pushen, hat Mami gesagt. Und es hat voll lang gedauert, Edgar hochzupushen. Ich hab ohne Team ihn gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, Finn. Also, irgendwie ist da bei deinem Pack, ist da vielleicht ein Hacker auf deinen Account gegangen, hat irgendwie die ganzen Gems irgendwie minus gemacht und hat irgendwie deinen Edgar runtergepusht. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, oder? Okay, und Finn, schau mal, eine Sache muss ich dir auf jeden Fall nochmal hier zeigen. Und zwar, irgendwie kann man auf einmal deinen Namen umbenennen. Wenn man jetzt nämlich hier Tomatenkopf eingibt, dann kann man einfach deinen Namen zu Tomatenkopf verändern. Ey, Lukas, da bin ich umbenennt zu Tomatenkopf. Du bist Melonenkopf. Nein, bitte nicht umbenennen mich, weil das ist voll doof. Ey, du bist voll doof, Lukas. Digga. Ey, aber Finn, ich finde, no joke, der Name passt zu dir. Guck mal, ich mache dir noch einen roten Namen. Und jetzt gebe ich dir noch mal ein schönes Profilbild hier. Ja, komm. Gehen wir dir auf jeden Fall mal hier auf Ehre der Nita, ja? Und guck mal, jetzt ist doch wunderschön, Alter. Tomatenkopf, minus 100.000 Gems, Edgar auf 0. Weißt du nicht, was du hast? Das ist doch übelst geil, oder, Finn? Also, ich finde, der Name passt zu dir. Ich finde wirklich, der Name passt zu dir, Mann. Okay, Finn. Also, kleiner Spaß beiseite natürlich, ne? Das war jetzt hier nur ein Prank von mir. Schau mal, wenn ich es so mache, dann sind die Gems wieder normal. Du hast 64 Gems aktuell, ne? Und auch der Edgar, der war natürlich auch noch fake. Wenn ich nämlich so mache, ist der wieder auf 259, wie er vorher war. Ich habe das einfach zusammen mit Kata Ali gemacht, ne? Finn, da weißt du auf jeden Fall Bescheid. Und übrigens, das Einzige, was ich eben wirklich gemacht habe, ist, deinen Namen zu ändern. Das hast du dir aber auch verdient nach dem Diss-Track. Nach ein paar Tagen kannst du dir von mir aus wieder ändern. Dann gebe ich dir von mir aus die Gems dafür. Aber du musst jetzt trotzdem ein paar Tage Tomatenkopf heißen, weil das hast du dir wirklich verdient nach dem Diss-Track, ja? Oh Mann, Lukas, du bist voll doof. Ich hab geglaubt, Mann. Aber ich heiße jetzt trotzdem Tomatenkopf. Ich bin kein Tomatenkopf. Okay, aber Lukas, es tut mir leid. Mit Diss-Track war die böse gemeint und bitte mach kein Diss-Track gegen mich, weil voll doof dann. Und ja, aber du kannst Diss-Track machen gegen Max, das wäre lustig. Und ja, ich werde in 2 Tagen mich umbenennen, wenn ich wieder kann, zu Finn. Ja, alles gut, Finn. Also ich weiß ja, dass der Diss-Track witzig gemeint war von dir, ne, und dass der nicht böse gemeint ist, alles gut. Aber war auf jeden Fall trotzdem ziemlich hart, ne, muss ich dir schon sagen. Ich muss mir überlegen, ob ich vielleicht doch einen Diss-Track bald mal gegen dich machen soll. Lass auf jeden Fall ein Like dafür, diesen Prank unkostenlos. Abo würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns und damit ciao. Ciao.